herzlich willkommen zurück zu den Webinaren hier bei Dr. Schette. Nach einer kurzen Sommerpause geht es ja im vollen Galopp weiter, würde ich mal sagen. Heute direkt mit dem Thema Bewegungsapparat. Faszinierend und problematisch zugleich. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Tag heute, haben es sich jetzt gemütlich zu Hause gemacht und hoffe auch, dass Sie mich hören und sehen können. Vielleicht schreiben Sie, die schon dabei waren, die kennen es einmal rein, ob alles klappt. Da kommt schon eine Rückmeldung, wunderbar. Dann bin ich schon mal beruhigt, wenn das schon mal soweit ist. Okay, sehr schön. Ja, während hier vielleicht noch der ein oder andere eintrudelt, würde ich für die, die neu dabei sind, noch einmal gerne unser Unternehmen vorstellen, nämlich die Saluwet GmbH, die es schon seit, ja, jetzt über 100 Jahren gibt. 1919 wurde die Firma gegründet von den Gebrüdern Schette, hieß auch damals entsprechend Schette. Und 1988 wurde dann noch die Plantavet GmbH gegründet und diese beiden Firmen haben sich dann 2015 zusammengeschlossen zur heutigen Saluwet und es bestehen aber weiterhin eben diese beiden Marken, einmal Dr. Schette und Plantavet, die sind also weiterhin bei uns zu finden und wir sind inzwischen eine 100-prozentige Tochter der Wala Stiftung. Das kennen Sie vielleicht, Wala, die stellen unter anderem die Dr. Hauschka Produkte her, sind auch tolle Naturprodukte eben für den Menschen. Und ja, so konnten wir 2019 eben das 100-jährige Jubiläum feiern und haben auch in dem Jahr eine ganz eigene Produktlinie für Pferde herausgebracht, die es jetzt dann eben schon 3 Jahre auch gibt. Und ja, was uns seit jeher wirklich antreibt, ist einfach die Faszination um die Heilpflanzen. Das ist das, was wir hier seit eh und je tun. Wir haben alles an einem Standort, von der Entwicklung wirklich über die Herstellung bis zum Vertrieb, alles hier in Bad Waldsee. Mein Name ist Helena Hollenhorst. Ich bin seit knapp 4 Jahren jetzt hier im Unternehmen. Ich bin im Produktmanagement tätig, das heißt, ich habe auch direkt mit den Produkten zu tun und bin aber auch in der Fachberatung und gebe eben auch hier wie heute Abend die Webinare. Genau. Und wir haben jetzt heute Abend das Thema Bewegungsapparat. Was wollen wir uns mal anschauen? Wir werden im ersten Schritt uns mal den Aufbau des Bewegungsapparates anschauen, um dann auch verstehen zu können, wann und wie kann es denn zu Problemen im Bewegungsapparat kommen. Und dann wollen wir natürlich auch schauen, was können wir denn aus Sicht der Heilpflanzen tun, um den Bewegungsapparat gesund zu erhalten oder vielleicht auch bei Problemen zu unterstützen. Und zum Schluss gibt es dann noch ein paar Tipps zur Vorbeugung von Problemen. Und Sie können natürlich jederzeit auch Fragen hier reinschreiben in den Chat. Ich werde dann immer mal wieder nach Ihren Fragen schauen. Auch im Anschluss haben wir dazu natürlich noch Zeit. Und die Frage kommt hier gerade schon, ob es im Nachhinein noch eine Zusammenfassung gibt. Das Webinar wird aufgezeichnet. Das heißt, Sie kriegen im Nachgang in ein paar Tagen dann einen Link zugesendet mit der Aufzeichnung und können sich das Ganze dann einfach nochmal anschauen. Genau. So, und jetzt würde ich, bevor ich aber starte, eine Kleinigkeit von Ihnen wissen, weil wir nämlich im letzten Jahr schon einmal ein Webinar zum Thema Arthrose hatten und würde einfach gerne wissen, wer da vielleicht schon mal teilgenommen hat. Weil dementsprechend würde ich auf das ein oder andere mehr oder weniger eingehen. Okay, so wie es aussieht, haben die meisten daran nicht teilgenommen. Dann schaue ich mal gerade. Okay, also Sie sehen das Ergebnis, ungefähr 3/4 haben es nicht gesehen. Dann weiß ich, dass ich auf den Teil nämlich einfach auch nochmal tiefer eingehe. Für die, die es schon gesehen haben, sind dann vielleicht ein paar Folien dabei, die Sie schon kennen. Aber ich denke, das ist dann kein Problem. Dann vielleicht auch einfach nochmal zur Wiederholung. Und dann würde ich sagen, steigen wir direkt mal voll ein ins Thema und schauen uns mal den Bewegungsapparat des Pferdes an. Was gehört alles zum Bewegungsapparat? Man muss eigentlich fast von einem Bewegungs- und Stützapparat sprechen. Da haben wir zum einen natürlich die Knochen, die das Skelett bilden, was dem Pferd überhaupt erst ermöglicht, ja, sich eigentlich aufzurichten, aufrecht stehen und laufen zu können. Aber darüber hinaus gehört natürlich zum Bewegungsapparat auch noch gehören auch noch die Muskeln sowie auch die Sehnen und Bänder. Und die zusammen ermöglichen im Endeffekt überhaupt erst die Bewegung des Pferdes. Das ist bei uns Menschen natürlich genauso. Und da schauen wir uns jetzt die einzelnen Bereiche mal genauer an. Und als erstes die
Knochen und die Gelenke, sprich das Skelett des Pferdes. Und zwar dienen sie natürlich zum einen dazu, dass sich das Pferd fortbewegen kann. Sie stellen aber auch einen gewissen Schutz dar. Also gerade zum Beispiel die Rippen, der Rippenbogen, dienen auch als Schutz. Sie schützen die inneren Organe. Da liegen ja zum Beispiel die lebenswichtigen Organe wie das Herz oder die Lungen. Das heißt, das Skelett hat auch eine gewisse Schutzfunktion. Die Knochen, die haben auch selber einen aktiven Stoffwechsel. Das heißt, sie sind unter anderem auch an der Blutbildung beteiligt oder spielen auch eine Rolle im Kalziumhaushalt des Pferdes. Ja, und wenn wir über das Skelett und die Knochen sprechen, dann müssen wir uns auch die Gelenke anschauen. Gelenke sind also die Bereiche, in denen ja zwei Knochen aufeinandertreffen und die im Endeffekt das Ganze beweglich machen, wenn zwei Knochen aufeinandertreffen. Da gibt es ganz verschiedene Arten von Gelenken. Es gibt Kugelgelenke, es gibt Scharniergelenke, es gibt ja da wirklich ganz verschiedene Formen. Einige lassen sich mehr bewegen in verschiedene Richtungen, andere nur in zwei Richtungen, vielleicht nach vorne und hinten. Also je nachdem, was da gerade gefragt ist an der entsprechenden Körperstelle. Und wie man jetzt hier auf der Abbildung sieht, ich nehme mal meinen Pointer dazu, haben wir jetzt also hier mal beispielhaft dargestellt zwei Knochen, die eben aufeinandertreffen. Und das Gelenk besteht also zum einen aus einer Gelenkkapsel, die diesen Bereich umgibt und verschließt sozusagen. Und die Knochenenden sind jeweils mit einer Knorpelschicht ausgestattet. Diese Knorpelschicht ist unheimlich wichtig, weil die verhindert im Endeffekt, dass die Knochen dann direkt aufeinander reiben. Die dämpfen sozusagen diesen Bereich. Und diese Knorpelschicht, die ist angewiesen auf Nährstoffe, dass die Knorpelschicht sich auch immer regenerieren kann und auch erhalten bleibt, sich eben nicht abnutzt. Und diese Nährstoffe erhält der Knorpel über die Gelenkflüssigkeit, die sogenannte Synovia. Und die Synovia, die befindet sich also hier in dem Hohlraum sozusagen zwischen den beiden Knochen, füllt diesen Hohlraum komplett aus und ist auch recht dickflüssig. Und man kann sich das vorstellen, dass der Knorpel diese Flüssigkeit eigentlich wie ein Schwamm aufnimmt. Und das macht der Knorpel vor allem, wenn das Gelenk in Bewegung ist. Also durch die Be- und Entlastung des Gelenkes kann der Knorpel im Endeffekt diese Flüssigkeit und dann auch die entsprechenden Nährstoffe aufnehmen. Der nächste Bereich ist der Bereich der Muskulatur. Die Muskulatur, ja, umfasst einfach die Gesamtheit der Muskeln. Und Muskeln haben im Endeffekt die Aufgabe, dass sie Teile des Körpers aktiv bewegen. Da geht es vor allem jetzt beim Bewegungsapparat natürlich um die Skelettmuskulatur. Und Muskeln sind kontraktile Organe. Das heißt, sie haben die Fähigkeit, dass sie sich zusammenziehen können, aber auch wieder entspannen können. Und dadurch wird überhaupt erst eine Bewegung möglich. Und die Skelettmuskulatur, die lässt sich auch bewusst steuern. Das ist also, wenn ich jetzt meinen Arm hebe, das mache ich ja ganz bewusst. Das geschieht eben, indem bestimmte Muskeln sich zusammenziehen oder entspannen, dass ich eben den Arm bewegen kann. Und genauso ist es dann beim Pferd, wenn es läuft. Es gibt auch noch Muskeln, natürlich andere Muskeln, zum Beispiel bei den Organen. Die können wir aber nicht bewusst steuern, zum Beispiel bei den Verdauungsorganen. Das läuft ganz unbewusst ab. Da ist natürlich eine Peristaltik, zum Beispiel beim Darm. Das sind auch Muskeln, die da arbeiten. Aber das läuft im Prinzip automatisch ab. Und wenn wir uns jetzt mal den Muskel mal genauer anschauen vom Aufbau her, dann sehen wir das hier jetzt einmal dargestellt. Da haben wir hier also den Muskel, wie auch eben auf der Abbildung mit dem Pferd. Und dieser Muskel besteht aus vielen Muskelfaserbündeln. Das ist also dieser Teil hier. Man sieht hier auch noch diese weiße Hülle. Das ist Bindegewebe. Das sind die Faszien, die man auch kennt. Und ja, die Muskelfaserbündeln bestehen wiederum aus Muskelfasern und die Muskelfasern wiederum bestehen aus sogenannten Myofibrillen. Und diese Myofibrillen, das sind wiederum Ansammlungen von vielen Proteinen. Das ist das, was man hier am Ende sieht, dieses Gelbe und Blaue. Und diese Myofibrillen, schwieriges Wort, die ermöglichen im Endeffekt überhaupt diese Kontraktion des Muskels. Und man sieht hier auch, dass eben die Muskulatur von
vielen Blutgefäßen durchzogen ist. Das ist auch sehr wichtig, denn der Muskel ist auf Sauerstoffzufuhr angewiesen und auch auf die Zufuhr von Nährstoffen, vor allem von Kohlenhydraten und Fetten, dass der Muskel überhaupt eben Energie erhält, um dann auch entsprechend kontrahieren zu können. Genau. Das einfach mal, um sich das Ganze zu veranschaulichen. Jetzt muss ich gerade gucken. Genau, weil hier kommt nämlich jetzt ein Video, dass man sich das Ganze auch mal anschauen kann. Das ist jetzt zwar hier ausnahmsweise am Menschen zu sehen, aber die Funktionsweise ist die gleiche. Und da sieht man einmal anhand des Armes und der Schulter wieder eben, der Muskel arbeitet. Hier ist jetzt eben die Armbewegung gezeigt. Das heißt, wenn man also den Arm beugen will, dann sieht man, wie sich die Muskeln zusammenziehen. Jetzt und jetzt entspannen sie sich wieder. Und das Gleiche auch, wenn ich den Arm hebe in der Schulter, dann sind da auch viele Muskeln, Muskelfasern beteiligt, dass ich eben den Arm überhaupt heben kann. Genau. Ja, und was ich eben auch schon gesagt habe, was gehört natürlich auch noch unmittelbar zum Bewegungsapparat, das sind die Sehnen und die Bänder. Was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Band und einer Sehne? Das kann man sich recht einfach merken. Ein Band verbindet also wirklich zwei Knochen miteinander. Das ist jetzt hier auf der Abbildung leider nicht so gut zu sehen. Das sind eher die Sehnen, die man hier sieht. Das heißt, ein Band dient eigentlich hauptsächlich der Stabilisierung. Die befinden sich vor allem auch in Bereichen von Gelenken, stabilisieren das Gelenk, sind eben Verbindungen zwischen zwei Knochen, während eine Sehne eine Verbindung zwischen Muskel und Knochen darstellt und sozusagen die Bewegung des Muskels auf den Knochen überträgt. Also beide haben hier sehr wichtige Funktionen. Während der Muskel eben sehr dehnbar ist und kontrahieren kann, ist die Sehne eher ja, nicht dehnbar. Sie ist eigentlich sehr reißfest, was eben zum Problem werden kann. Das sehen wir später noch. Und hier sehen Sie mal die wichtigsten Sehnen beim Pferd. Da haben wir also vorne die Strecksehne am Bein, hinten die oberflächliche Beugesehne, die tiefe Beugesehne und den Fesselträger. Gerade die oberflächliche Beugesehne ist die häufigste, die von zum Beispiel einem Sehnenschaden betroffen ist. Und ja, im Endeffekt, was sind Sehnen? Sehnen bestehen aus Bindegewebe und dieses Bindegewebe, das sind einfach viele feste Fasern aus Kollagen. Und das ist eben diese hohe Zugfestigkeit, die dadurch ja ermöglicht wird, dass es eben ja auch hoher Belastung standhält. Der Nachteil bei diesem Gewebe ist, es ist nur sehr wenig durchblutet, jetzt gerade im Gegensatz zu der Muskulatur. Und das ist auch der Grund, warum gerade so Sehnenschäden auch einfach lange brauchen, um zu heilen, weil eben dieser Bereich auch einfach schlecht durchblutet ist. Ist noch ganz interessant, wenn man sich das mal anschaut, dass sich die Sehnen im Schritt zum Beispiel nur bis zu 5% dehnen, im Trab dehnen sie sich bis zu 8% und im Galopp etwa bis zu 16%. Also das ist so der Spielraum in der Bewegung. Und wenn die Belastung eben zu stark wird, dann kann so eine Sehne auch mal überdehnen und dann kann es da zu Schäden kommen. Aber das sehen wir gleich noch. Und auch hier möchte ich nochmal ein Video zeigen. Sie kennen das vielleicht, wenn man Pferde so schön anmalt. Finde ich immer faszinierend, wie man das macht. Und da kann man jetzt mal sehr schön sehen, hier ist also alles angezeichnet. Sie sehen die Knochen, Sie sehen die Muskulatur, hier das Rötliche, Sie sehen das Bläuliche und Rote, das sind also die Sehnen. Jetzt im Schritt sieht das alles noch stabil aus und jetzt finde ich das sehr spannend, weil gerade im Sprung sieht man einfach mal, wie sich das Ganze dehnt. Also hat natürlich der Fesselkopf eingepasst. Boden berührt, wenn das Pferd abspringt oder auch wieder aufkommt nach dem Sprung. Man sieht auch einfach mal, ich höre das nämlich gar nicht mehr. Jetzt muss es besser sein. Genau, ich kann gerade nochmal zurückgehen zu dem Teil.
Also gerade hier beim Aufkommen oder jetzt auch, einfach mal so den Eindruck zu kriegen, welche Kräfte da auch wirken, wirklich auf den gesamten Bewegungsapparat. Ist natürlich gleichzeitig auch sehr faszinierend, wirklich, was das Pferd da leistet unterm Sattel. Also hat natürlich auch auf der anderen Seite was sehr Schönes. Genau. Das mal soweit. Genau, und eins, was ganz wichtig ist oder was ich sehr wichtig finde, ist, dass der Grundstein für einen gesunden Bewegungsapparat wirklich schon im Fohlenalter gelegt wird oder eigentlich sogar schon davor. Das geht eigentlich schon dann los, wenn ich die Elterntiere auswähle zur Zucht. Da kann man eigentlich schon den Grundstein legen für einen gesunden Bewegungsapparat. Das heißt, wenn die Eltern zum Beispiel schon Probleme im Körperbau haben oder Stellungsfehler aufweisen, dann ist es durchaus möglich, dass das auch ans Fohlen weitergegeben wird. Also da kann ich bei der Auswahl der Elterntiere eben einfach schon darauf achten, dass die einen möglichst gesunden und stabilen Körperbau auch aufweisen. Was sehr entscheidend ist, ist auch die Versorgung der Stute während der Trächtigkeit. Da geht es vor allem um die Ernährung, um die Fütterung, dass die Stute genügend Nährstoffe erhält, aber auf der anderen Seite auch nicht überfüttert werden sollte. Beides kann zu Entwicklungsstörungen beim Fohlen führen. Dann die Aufzucht ist unheimlich wichtig. Wie viel kann sich das Fohlen oder das Jungpferd auch bewegen während der Aufzucht? Das ist sehr entscheidend, dass es einfach gesunde, ja, Gelenke auch und Bänder und Sehnen entwickeln kann. Man sagt eigentlich, dass ja, bis zu einem Alter von 2 Jahren die Sehnen ihre maximale Belastbarkeit entwickeln und ist da eigentlich so auf dem Stand, dass es eben am besten ist für ein Fohlen, für ein Jungtier, wenn es wirklich eine kontinuierliche Bewegung hat, also zum Beispiel wirklich auf einer Weide, auf einer Koppel sein kann und da auch die Möglichkeit hat, mit anderen Pferden zu toben, zu spielen, also auch da mal kurzzeitig Belastung ausgesetzt ist, aber vor allem eben über den Tag wirklich eine kontinuierliche Bewegungsmöglichkeit hat. Da ist man eigentlich so auf dem Stand, dass das Gesündeste ist für die Aufzucht. Und dann natürlich noch das Thema Ausbildung. Also man muss sich wirklich bewusst machen, dass ein Pferd eigentlich erst mit 6 Jahren, manche Rassen auch erst später, wirklich ausgewachsen ist. Und wenn da natürlich schon sehr jung sehr viel gefordert wird von dem Tier, dann kann das natürlich auch auf Dauer zu Problemen im Bewegungsapparat führen. Also da kann man wirklich auch vorbeugend schon sehr viel tun, um da einfach einen guten Grundstein für einen gesunden Bewegungsapparat zu legen. Genau, das einfach mal vorweg. Jetzt schaue ich gerade mal, hier kam noch eine Frage. Das Arthrose-Webinar, kann man das noch, das, was ich am Anfang genannt hatte, das Arthrose-Webinar, das finden Sie auf unserer Webseite, auf schette-pferd.de. Da gibt es einen Reiter Akademie und da finden Sie alle Aufzeichnungen von allen Webinaren aus diesem Jahr. Und da ist auch das Arthrose-Webinar dabei. Ja. Okay. Dann, wenn wir jetzt grob wissen, wie der Bewegungsapparat aufgebaut ist, dann schauen wir jetzt mal, wo kann es denn zu Problemen kommen im Bewegungsapparat. Und da würde ich gerne von Ihnen einmal wissen, das dürfen Sie jetzt einfach in den Chat schreiben. Was glauben Sie denn, wie viele Kilometer legt ein Pferd in freier Wildbahn täglich zurück? Also einfach mal im Chat schreiben, was Sie so denken. Da kommen schon ein paar Antworten. Wunderbar. Also, ich habe jetzt gesehen, ich glaube, bei 15 Kilometern ging es los. Und das Höchste, was hier geschätzt wurde, waren 50 Kilometer. Also, wir haben hier Schätzungen zwischen 15 und 50 Kilometern, 20, 30 Kilometer, also von allem was dabei. Die Frage war jetzt etwas gemein, weil im Prinzip liegen sie alle richtig. Also die Angaben da sind sehr unterschiedlich und es ist auch in der Wildbahn sehr unterschiedlich, weil das hängt natürlich davon ab, wie ist das Nahrungsangebot, wie weit müssen die Tiere laufen, um auch an Wasserstellen zu kommen. Und je nachdem liegt das Pferd tatsächlich zwischen 30, 60, manchmal aber auch bis zu 100 Kilometer am Tag zurück. Also es ist schon viel in Bewegung. Ich behaupte mal, dass die Pferde, die wir halten, selten 30 Kilometer Bewegung am Tag haben. In der Wildbahn ist das aber eigentlich üblich, bis zu 100 Kilometer. Also wirklich eine kontinuierliche Bewegung, hauptsächlich
eigentlich im Schritt, ja. Das Pferd ist ja auch bis zu 20 Stunden am Tag am Fressen. Das heißt, es bewegt sich relativ gemütlich vorwärts. Aber es kann natürlich auch mal sein, dass es Strecken auch mal schneller zurücklegt oder gerade wenn natürlich Gefahr irgendwo lauert, dass dann auch mal eben der Fluchtinstinkt greift und das Pferd auch mal schneller flüchten muss. Genau. Und da sieht man eigentlich dran am Vorbild in der Natur, wie wichtig die Bewegung für das Pferd auf der einen Seite ist. Aber da geht es natürlich hauptsächlich wirklich um eine kontinuierliche Bewegung. Und was eben den Bewegungsapparat belastet, das sind einfach ja bestimmte einseitige Bewegungen oder Belastungen. Das sind jetzt hier beispielhaft Bilder. Natürlich ist ein Springpferd oder der Bewegungsapparat im Endeffekt bei jedem Sprung, was das Pferd macht, über so ein Hindernis natürlich enormer Belastung ausgesetzt. Oder aber auch, wenn scharfe Drehungen, scharfe Stops gemacht werden, wie zum Beispiel jetzt im Westernreiten, dann ist das natürlich auch eine eher unnatürliche Bewegung für das Pferd, für den Bewegungsapparat. Und ja, einfach Pferde im Sport generell, die leisten natürlich unheimlich viel. Da kommen auch noch ganz viele andere Faktoren hinzu, wenn das Pferd viel auf hartem Boden laufen muss oder viel auf sehr tiefem Boden laufen muss. Und das soll jetzt gar nicht heißen, dass das jetzt schlimm ist, wenn das Pferd ab und zu aufs Turnier geht und Sprünge macht. Es kommt vielmehr darauf an, in der Summe, was muss das Pferd leisten und wie einseitig ist die Belastung da auch. Also wenn ich jetzt das Pferd natürlich jeden Tag an die Longe hänge und jeden Tag in einem engen Kreis links und rechts um mich rumlaufen lasse, dann ist das natürlich auf Dauer wirklich eine sehr einseitige Bewegung und Belastung auch für den Bewegungsapparat. Und dann kommen wir jetzt zu ein paar Beispielen zu Problemen im Bewegungsapparat. Und da wäre jetzt eben vorneweg die Arthrose, die ich am Anfang schon genannt hatte. Das ist, glaube ich, so eine Erkrankung, die eigentlich jedem geläufig ist, die man vor allem mit alten Tieren eigentlich verbindet, die aber genauso gut junge Pferde betreffen können. Also im Prinzip kann Arthrose, ist unabhängig von der Altersklasse, bei jungen Pferden oder jüngeren Pferden kann das auch mal auftreten, zum Beispiel infolge von einer Verletzung oder wenn wirklich starke Fehlstellungen vorliegen und das Gelenk sehr ja, ungleich belastet ist, dann kann das auch da schon zu Arthrosen kommen. Es handelt sich dabei um eine fortschreitende degenerative Gelenkserkrankung. Dieses degenerativ bedeutet einfach aufgrund von Verschleiß. Und da ist es einfach so, dass sich die Knochen- und Knorpelstrukturen verändern. Das kann im Prinzip jedes Gelenk des Pferdes betreffen. Es gibt aber bestimmte Gelenke, die häufiger betroffen sind als andere. Das sind zum einen die Sprunggelenke, da spricht man dann vom Spat. Das sind die Huf-, Kron- oder Fesselgelenke, die auch häufiger betroffen sind. Oder aber auch das Hufgelenk eben im Huf, also so gerade im unteren Bereich, die Gelenke. Und was passiert jetzt bei einer Arthrose? Wenn wir hier nochmal die Abbildung uns anschauen vom Anfang, vom Gelenk, dann ist es bei einer Arthrose im Prinzip so, dass sich eben der Knochen abnutzt. Nicht der Knochen, der Knorpel, Entschuldigung, genau. Das kann sein eben im Laufe des Lebens einfach, wenn das Tier älter wird, dass sich dieser Knorpel zunehmend abreibt. Ich habe ja vorhin gesagt, dass sich dieser Knorpel eigentlich stetig regeneriert. Das ist also ein ständiger Aufbauprozess eigentlich. Und sobald aber mehr Knorpel abgenutzt wird, als aufgebaut wird, haben wir eben diese Verschleißerscheinungen. Und das kann dann so weit gehen, dass sich das so weit abnutzt, dass dann irgendwann die Knochen wirklich, wenn kein Knorpel mehr da ist, auch aufeinander reiben. Und sobald er eigentlich Knorpel sich abnutzt, dann kann es auch zu Entzündungen kommen, weil dann wird einfach dieses Material, was sich abnutzt, manchmal brechen sogar kleine Stücke aus diesem Knorpel heraus, sollen dann ja abtransportiert werden. Das führt dann zu Entzündungen im Gelenk. Und es kann auch im Laufe einer Arthrose zu Knochenwucherungen kommen, sogenannten Exostosen. Das ist einfach eine Reaktion des Knochens auf diese Belastung, auf diesen Abrieb. Und was auch passiert, ist dann häufig, dass die Synovia flüssiger wird. Ich habe ja vorhin gesagt, die ist relativ dickflüssig und das ist auch nicht so gut, weil es dann für den Knorpel noch schwieriger wird, diese Gelenkflüssigkeit aufzunehmen. Das sieht man manchmal bei fortgeschrittener Arthrose, dass dann die Gelenke, also gerade bei den Karpalgelenken vorne kennt man das, wenn die sehr schwammig werden oder so richtige Gallen bekommen, dann ist das so das Zeichen dafür, dass eben diese Gelenkflüssigkeit einfach flüssiger geworden ist und das Ganze so an Volumen dann zunimmt.
Und langfristig ist es dann sogar möglich, dass sich wirklich das Gelenk versteift. Man kann sich das vorstellen, wenn dann hier der Knorpel sich abnutzt und dann auch dieser Gelenkspalt hier immer kleiner wird und irgendwann natürlich das so aufeinander trifft, dann ist da gar nicht mehr viel Bewegungsfreiraum. Dann bilden sich vielleicht auch noch diese Knochenwucherungen und dann wird das Ganze einfach immer unbeweglicher. Und das ist natürlich, man kann sich das vorstellen, auch einfach schmerzhaft für das Pferd. Jetzt habe ich vorhin gesagt, dass Arthrose ein fortschreitender Prozess ist. Und früher hieß es auch wirklich so, was weg ist, ist weg. Wenn der Knorpel einmal abgenutzt ist, dann ist das so, da lässt sich auch nichts mehr machen. Aber man weiß Gott sei Dank inzwischen, dass das nicht unbedingt so ist. Man weiß, dass der Knorpel sich eben auch regenerieren kann. Was da entscheidend ist, ist eben, dass die Abnutzung des Knorpels geringer ist als der Aufbau, die Regeneration des Knorpels. Und Knorpelzellen werden einfach kontinuierlich nachgebildet. Und was da sehr entscheidend ist, ist zum einen, dass das Pferd einfach weiterhin die Möglichkeit hat, auch sich zu bewegen, weil, wie gesagt, das habe ich, glaube ich, am Anfang gesagt, dass die Bewegung des Gelenks, die Be- und Entlastung des Gelenks eben ermöglicht, dass der Knorpel sich mit dieser Gelenkflüssigkeit vollsaugen kann. Und diese Nährstoffe, die in dieser Gelenkflüssigkeit enthalten sind, sind eben essentiell, dass sich der Knorpel wieder aufbauen kann. Und da ist eben auch entscheidend natürlich die Zusammensetzung von dieser Gelenkflüssigkeit, dass sie auch wirklich die entsprechenden Nährstoffe enthält. Und das ist eben was, wo wir dann eingreifen können und aus Ernährungsseite dann auch eben was zufüttern können und diese Nährstoffe dann zuführen können und da unterstützen können. Das sehen wir auch später noch, gerade bei den Naturstoffen. Da gibt es die Eierschalenmembran, die da sehr gut helfen kann. Und genau, das schauen wir uns später noch an. Was natürlich auch wichtig ist bei so einer Arthrose, die zum Beispiel auch aufgrund von Fehlstellungen oder von Blockaden mal entstehen kann, dass man natürlich auch schaut, was ist die Ursache? Ist es jetzt wirklich nur Verschleiß, weil mein Pferd älter wird? Oder ist vielleicht wirklich eine Fehlstellung vorhanden? Dann sollte man natürlich auch gucken, dass man eben die Ursache anpackt, weil sonst gelange ich nicht dahin, dass einfach dass mehr Knorpel aufgebaut als abgebaut wird. Ja, und dann schauen wir uns jetzt mal Beschwerden der Muskulatur an. Da gibt es eine ganze Reihe von, wie Sie sehen. Das fängt an, man kennt das von sich selber, bei Verspannungen und Verhärtungen, bis hin zu Muskelzerrungen oder sogar einem Muskelriss. Und dann gibt es noch den Muskelkater und den Kreuzverschlag. Und häufig entstehen so Muskelbeschwerden auch aufgrund von Überlastung oder Fehlbelastungen. Es kann auch eine Folge von Verletzungen sein und aufgrund dessen kann es dann sein, dass sich die Muskulatur verhärtet oder verspannt und das ist dann auch schmerzhaft für das Pferd. Wir kennen das ja selber, wenn man mal irgendwie einen verspannten Nacken hat, das schmerzt einfach. Man geht dann automatisch in so eine Schonhaltung rein und das ist auch beim Pferd genau das Gleiche. Jetzt schauen wir mal, wir haben einmal hier den Muskelkater und einmal die Verspannungen. Beim Muskelkater haben wir als Ursache meistens extreme körperliche Belastungen. Dass wir zum Beispiel das Pferd an einem Tag vielleicht ein bisschen mehr trainiert haben als sonst. Kennt man selber auch. Vielleicht hat man mal wieder nach langer Zeit Sport betrieben. Dann haben wir erstmal Muskelkater. Das ist jetzt per se auch nichts Schlimmes. Was passiert beim Muskelkater? Früher hat man vor allem angenommen, dass die Muskulatur dann übersäuert und das eben zu diesem Muskelkater führt. Man weiß aber inzwischen, dass vielmehr in den Muskelzellen sehr feine kleine Risse entstehen durch diese extreme körperliche Belastung. Und das wiederum führt dazu, dass die Muskelfaser anschwillt, sich ausdehnt und das verursacht diesen Muskelkater, diesen Schmerz ist es ja im Prinzip. Und der entsteht meistens etwa 24 bis 48 Stunden nach dieser Belastung. Und ja, der geht dann auch meistens innerhalb von wenigen Tagen wieder weg. Und bei den Verspannungen, da ist es tatsächlich ein bisschen anders. Auch da geht meistens eine hohe Belastung voraus, zum Beispiel eine sehr einseitige Belastung oder eine falsche Belastung. Zum Beispiel, wenn wir jetzt nachts auf dem Kopfkissen irgendwie blöd gelegen haben, dann wäre das zum Beispiel. Und was ist dann die Folge? Dass eben die Muskelstränge sich verhärten. Und in dem Fall verkürzen sie sich. Also anders als beim Muskelkater, wo sich die Muskelfaser eben ausdehnt, haben wir bei den Verspannungen, dass sie sich verkürzt
ja, so ein bisschen zusammenkrampft, könnte man sagen. Und was passiert dann? Dann ist der Blutfluss eingeschränkt natürlich in diesem Bereich. Wir haben ja vorhin gesehen, dass die Muskulatur eben auch mit vielen Blutgefäßen durchzogen ist. Und in der Folge ist die Muskelzelle dann unterversorgt. Es kann nicht mehr so viel Sauerstoff, nicht mehr so viele Nährstoffe in den Muskel gelangen. Und das führt dann eben zu diesem Spannungsschmerz. Das ist beim Pferd genauso wie bei uns auch. Dann die Muskelzerrung, das geht dann noch einen Schritt weiter. Eine Muskelzerrung, wie gesagt, der Muskel ist eigentlich sehr, sehr dehnbar, da passiert eigentlich nicht so schnell was. Eine Muskelzerrung kann aber entstehen, wenn das Pferd eine plötzliche Bewegung macht, einen Kaltstart oder irgendwie wegspringen muss oder einen Bocksprung macht, wie hier auf dem Bild. Und dann kommt es zu einer sehr plötzlichen Überdehnung eines Muskels oder einer Muskelpartie. Und hier ist auch nochmal sehr spannend, weil ich eben von der Durchblutung gesprochen habe, dass gerade die Muskeln, wenn das Pferd sich in Ruhe befindet, nur sehr wenig durchblutet sind, etwa nur zu 5%. Das hat den einfachen Grund, dass das Energie spart, weil sonst müsste eben ständig Energie verbraucht werden, wenn die Muskeln immer die ganze Zeit stark durchblutet werden. Das macht einfach keinen Sinn. Und somit muss also dieser ganze Muskelstoffwechsel, die ganze Durchblutung im Muskel vor einer Belastung überhaupt erstmal richtig in Gang kommen. Und deswegen ist es so, wenn das Pferd dann plötzlich einen Bocksprung macht und eben gerade nicht warm ist, die Muskulatur, dann kann sich dieser Muskel überdehnen und es kommt zu einer Zerrung. So eine Zerrung, die heilt eigentlich mit entsprechender Ruhe auch komplett aus. Wenn man jetzt in dem Fall aber den Muskel weiter belasten würde, dann kann es tatsächlich auch mal zu einem Muskelriss kommen oder zu einer chronischen Muskelentzündung. Da kommt es dann zu Vernarbungen. Aber in der Regel merkt man das sehr schnell, wenn das Pferd eine Zerrung hat. Bei meinem Pony, der ist jetzt 29, da hatte ich das vor 3 Wochen. Der lebt im Offenstall und bei dem war es so, die haben da eben auch ihre Heuraufe und der wurde jetzt von einem anderen Pferd von der Heuraufe vertrieben. Der hat eigentlich jetzt gar nicht viel gemacht, aber der hat irgendwie einen blöden Schritt wohl gemacht beim Ausweichen und stand dann plötzlich auf 3 Beinen da. Und man hat nichts gesehen, es war nichts geschwollen, es war nichts heiß. Man hat einfach nur gesehen, irgendwie oben an der Hüfte der Muskel, das hat er so eingezogen, alles, es tat ihm weh, er konnte nicht richtig auftreten. Und dann haben wir den für 2 Tage in die Box gestellt und dann hat man auch sehr schnell gemerkt, okay, das wird jetzt wieder besser, er läuft langsam wieder besser, er belastet es auch. Und da vermute ich jetzt zum Beispiel, dass der sich da einfach wirklich was gezerrt hat, einfach weil er jetzt auch schon wirklich ja, alt ist und auch die Muskulatur insgesamt einfach nicht mehr so gut vorhanden ist, eher ein bisschen dünner ist. Und dann werden die Pferde natürlich auch anfälliger für sowas. Aber wie gesagt, jetzt nach 2 Wochen mit entsprechender Ruhe ist das alles wieder okay, der läuft wieder ganz normal. Genau, also das kann dann auch mal vorkommen. Und dann noch sehr interessant zum Thema Muskeln ist der Kreuzverschlag. Beim Kreuzverschlag zerfallen im Endeffekt Muskelzellen und da müssen wir jetzt eine Unterscheidung machen zwischen dem akuten und dem chronischen Kreuzverschlag. Der akute Kreuzverschlag, der ist eher selten und der entsteht eigentlich auch infolge von einer starken Überlastung. Also wenn das Pferd jetzt wirklich extremst trainiert wird oder vielleicht auch, wenn das Pferd sehr energiereich und wirklich übertrieben gefüttert wird und sich aber im Gegenzug nicht entsprechend bewegt, dann kann es eben zu diesem akuten Kreuzverschlag kommen. Und da ist es dann wirklich so, dass die Muskulatur sich richtig verhärtet. Das ist dann eine richtig steinharte, teilweise auch geschwollene Muskulatur. Und ein wirkliches Alarmzeichen ist dann vorhanden, wenn der Urin sich dunkel verfärbt, weil das kann so weit gehen, dass das Pferd dann wirklich ein Nierenversagen bekommt in so einem Fall. Und deswegen sollte man bei einem Kreuzverschlag, der ebenso akut ist, auf jeden Fall immer sofort den Tierarzt hinzuziehen und das Pferd auch vor allem nicht mehr bewegen. Aber wie gesagt, das ist eher selten der Fall. Häufiger ist die chronische Form. Da unterscheidet man zwischen einer belastungsbedingten und einer stoffwechselbedingten Form. Die belastungsbedingte Form, die betrifft vor allem hypernervöse Pferde, also die sehr sensibel und sehr stressanfällig sind. Das sind dann Pferde, die in der Regel auch sehr viel schwitzen, die einen hohen Elektrolytverlust haben, dann durch dieses Schwitzen und dann im Endeffekt auch eben in diesen Kreuzverschlag rutschen. Das hat also gar nicht mal was mit Überanstrengung zu tun, sondern einfach, weil die sich so reinsteigern und so gestresst sind, dass sie dann einfach
ja, auch einen Kreuzverschlag bekommen. Bei diesen Tieren muss man dann einfach besonders auf eine gute Mineralstoffversorgung achten. Und dann gibt es noch die chronische Form. Das ist eben diese Polysaccharide Speichermyopathie, PSSM, die jetzt so seit ein paar Jahren auch, ja, mehr Aufmerksamkeit bekommt, sage ich mal so. Das ist eine stoffwechselbedingte Erkrankung, wo einfach eine Störung in der Zuckerspeicherung im Muskel vorliegt und es dann auch eben zu Problemen in der Muskulatur gibt. Bei manchen Pferden fällt das mehr auf, bei manchen weniger. Das merkt man dann auch in der Bewegung. Das kann sich durch Steifheit äußern, auch durch mehr Schwitzen oder einer verminderten Leistung. Da gibt es bestimmte Rassen, die da anfälliger für sind als andere. Da gibt es auch inzwischen für manche Formen auch einen Gentest. Da versucht man ja jetzt inzwischen dann auch bei der Zucht schon drauf zu achten. Das sind also alles Dinge, die die Muskulatur betreffen. Genau, jetzt schaue ich mal kurz, weil da kam eine Frage. Wie kommt es dann, dass Pferde zum Beispiel im Offenstall weniger Muskelzerrungen oder so wenig Muskelzerrungen haben? Hier kommt es ja häufiger als bei einem Boxenpferd zu Kaltstarts. Das ist eine gute Frage. Ich meine, die Tiere sind natürlich über den Tag hinweg schon regelmäßig und gut in Bewegung und haben dementsprechend von sich aus, denke ich, einen guten Bewegungsapparat, gute Voraussetzungen dafür. Und wie gesagt, es kommt auch immer darauf an, jetzt meiner zum Beispiel, weil er einfach schon alt ist und schlecht bemuskelt ist, ist dann natürlich anfälliger für. Also das muss wirklich schon eine sehr extreme Belastung sein, die da passiert für so eine Muskelzerrung. Also ich würde sagen, generell ist sowas auch eher selten beim Pferd. Okay, dann kommen wir noch zum Bereich der Sehnen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, Sehnenschäden sind eine sehr langwierige Sache beim Pferd, die sehr lange braucht, um auch wieder zu heilen. Es ist aber leider Gottes eine sehr häufige Verletzung beim Pferd. Und was passiert beim Sehnenschaden? Dort zerreißen also einzelne Sehnenfasern oder sogar Faserbündel. Das kann sein, dass das ganz plötzlich und akut durch eine Überdehnung einfach auftritt. Es kann auch sein, dass ja über die Zeit hinweg immer wieder sich kleine, feine Risse in den Sehnenfasern bilden und das dann irgendwann in der Summe einfach auffällt und wirklich zu einem Sehnenschaden führt. Und diese Heilung dauert einfach relativ lange, weil die Sehnen so schlecht durchblutet sind, weil sie natürlich auch immer einer bestimmten Belastung ausgesetzt sind. Und da gibt es verschiedene Heilungsphasen. Das fängt an mit einer Entzündungsphase, die auch relativ lange dauert, nämlich circa 2 Wochen. In dieser Phase ist es dann auch wichtig, dass das Pferd wirklich Ruhe bekommt, dass es möglichst keiner Belastung ausgesetzt ist, dass die Entzündung wirklich die Chance hat, auch abzuklingen. Dann geht das Ganze über in eine Übergangsphase, wo ein bestimmtes Reparaturgewebe gebildet wird. Das ist dann noch kein endgültiges Gewebe, sondern einfach so eine Zwischenstufe, sag ich mal. Und dann kommt die dritte Phase, wo wieder Ursprungsgewebe oder ähnliches Gewebe gebildet wird. Das kommt ein bisschen darauf an, wie tief der Sehnenschaden ging. Das heißt, gerade bei sehr tiefgreifenden Sehnenschäden besteht tatsächlich die Gefahr, dass kein ursprüngliches Sehnengewebe mehr gebildet wird, sondern mehr eine Art Ersatzgewebe. Das ist dann ein anderer Kollagentyp und der ist dann eben nicht ganz so belastbar wie das ursprüngliche Gewebe. Ja, was kann man tun oder ja, tun, um einfach so einen Sehnenschaden auch vorzubeugen, weil er doch recht häufig auftritt? Das ist, wie ich vorhin erwähnt habe, zum einen die Aufzucht, dass da einfach schon darauf geachtet wird, dass das Pferd die Möglichkeit hat, sich zu bewegen und auch dementsprechend belastbare Sehnen ja, zu entwickeln. Was ganz entscheidend ist, ist das Aufwärmen vor dem Reiten und auch definitiv das Trockenreiten, also sowohl vorher als auch nachher. Und was auch hilft, um die Sehnen zu schützen, ist eine gute Muskulatur. Also ein gut bemuskeltes Pferd hat in der Regel auch gute Sehnen, beziehungsweise dadurch werden die Sehnen einfach geschützt durch eine starke Muskulatur. Da kann man also präventiv doch schon einiges machen. Genau, und wie gesagt, von der Heilung, es dauert relativ lange. Das kann wirklich von ein paar Wochen bis zu ein paar Monaten gehen, bis das Pferd wieder dann voll belastbar ist.
Ja, und weil ich es gerade von dem Aufwärmen vor dem Reiten hatte, da gibt es auch sehr interessante Untersuchungen zu. Es gibt ja die allgemeine Empfehlung, dass man vor einer Trainingseinheit mindestens 20 Minuten Schritt reiten sollte. Und das hat der Marco Jentsch mal mit einer Wärmebildkamera festgehalten und hat einfach mal untersucht, wie verändert sich denn die Temperatur in den Hinterbeinen, wenn das Pferd bewegt wird. Und da hat er eben festgestellt, dass nach 10 Minuten Schrittreiten tatsächlich noch keine nennenswerte Erwärmung stattgefunden hat. Also das waren gerade mal diese 0,3 Grad Celsius. Und wirklich erst nach 20 Minuten Schrittreiten war wirklich ein Anstieg der Temperatur zu erkennen. Das waren dann 3,8 Grad Celsius im Vergleich zum Ausgangszeitpunkt. Und dann nach weiteren 20 Minuten Arbeit, auch in anderen Gangarten, da stieg die Temperatur dann nochmal an. Da waren die Beine dann 5,4 Grad Celsius wärmer im Vergleich zum Ausgangszeitpunkt. Also das zeigt, finde ich, nochmal sehr schön, dass es sich wirklich lohnt, nicht nur 10 Minuten, sondern wirklich diese 20 Minuten vor dem Reiten Schritt zu gehen. Einfach, ja, um den gesamten Bewegungsapparat, das betrifft natürlich nicht nur die Sehnen, sondern auch die Gelenke und auch die Muskeln, haben wir eben auch gesehen, auch die müssen erst in Gang kommen, auch die müssen erst warm werden, um da einfach, ja, dann Verletzungen oder Überlastungen vorzubeugen. Und jetzt haben wir es eben gehabt von Verletzungen, die ja auch, oder was heißt von Verletzungen, von verschiedenen Problemen im Bewegungsapparat, die häufig auch mit einer Entzündung oder auch einer Schwellung einhergehen, wie zum Beispiel bei der Sehne. Und eine Frage, die dann häufig kommt, ist, was muss ich denn jetzt machen? Soll ich den Bereich jetzt wärmen? Soll ich ihn kühlen? Wann ist denn was richtig? Das möchte ich Ihnen jetzt nochmal kurz zeigen. Und zwar Beispiel, das Pferd erleidet ein akutes Trauma, zum Beispiel wird es von einem Artgenossen getreten, das ist dann einfach ein stumpfes Trauma, hat einen Tritt abbekommen, dann werden einfach Gefäße verletzt, in dessen Folge dann Lymphe austritt oder auch Blut austritt ins umliegende Gewebe, das verursacht dann eine Schwellung und es kommt zu einer Entzündungsreaktion. Das hat einfach die Funktion, dass dieses geschädigte Gewebe einfach abgeführt werden soll. Deswegen entsteht dort eine Entzündung und eine Entzündung äußert sich in der Regel durch Schwellung, durch Wärme. Die Rötung ist hier in Klammern, weil das sieht man beim Pferd nicht besonders gut und auch durch Schmerz. Also gerade bei Sehnenschäden zum Beispiel, da haben wir häufig eben eine Schwellung der Sehne, dann ist das Ganze auch warm in dieser Entzündungsphase. Das ist dann sehr deutlich zu erkennen. Und in diesem Fall ist das Ziel, dass man also diese Entzündungsreaktion verlangsamen möchte, dass eben die Schwellung und auch der Schmerz zurückgehen. Dann, das kann man erreichen, indem man den Blutfluss in dem Bereich verringert und das wiederum erreicht man, indem man den Bereich kühlt, denn dann ziehen sich die Blutgefäße zusammen. Sprich, in so einem Fall, bei einem akuten Trauma jetzt zum Beispiel, würde man empfehlen, den Bereich erstmal zu kühlen. Beim Kühlen ist noch wichtig, das reicht nicht, wenn man da jetzt eine Minute lang den Wasserstrahl draufhält, sondern das muss man schon 10 Minuten machen, dass das auch wirklich einen Effekt hat und das dann am besten mehrmals täglich. Genau. Dann der Gegenpart, nämlich wann soll ich einen Bereich wärmen? Das wäre zum Beispiel bei Verspannungen der Fall. Bei Verspannungen, die gehen zum Beispiel auf eine Überlastung zurück, liegt mal keine Entzündung vor. Und dementsprechend können wir, um hier eine Besserung zu erzielen, den Bereich wärmen, weil was passiert dann? Dann wird die Durchblutung gefördert, die Blutgefäße erweitern sich und dann ja, wird einfach der Bereich wieder besser durchblutet, gerade in der Muskulatur wird dann wieder mehr Sauerstoff zugeführt, mehr Nährstoffe zugeführt, das Ganze kann einfach viel besser regenerieren und dieses Wärmen kann man durch lokale Einreibungen erreichen oder auch, wer den Luxus hat, gerne durch ein Solarium. Kennen wir auch selber, wenn man mal so Nackenverspannung hat, da gibt es ja auch so Wärmepflaster aus der Apotheke, die helfen da auch ganz wunderbar. Dann kann sich der Muskel einfach auch entspannen und das Ganze lindern. Und jetzt mit dem Sehnenschaden zum Beispiel, während der Entzündungsphase würden wir also kühlen. Sobald die Entzündung dann aber abgeklungen ist, also alle Anzeichen verschwunden sind, dann können wir eben dazu übergehen, dass wir dann den Bereich auch wiederum wärmen, um dann den Heilungsprozess und gerade die Durchblutung einfach zu erhöhen. Genau. So, und da kamen jetzt ein paar Fragen.
Zum einen kommt hier die Frage, mit welchen Kräutern und Mineralien man Sehnenschäden unterstützen kann. Ich denke, die Frage klärt sich gleich im dritten Teil. Da gehen wir noch darauf ein, welche Pflanzen dort helfen. Und geht es in der Studie um ein Boxen- oder Offenstallpferd? Ah, da meinen Sie wahrscheinlich die Untersuchung mit der Thermografie. Da war es so, dass man das Pferd vorher 2 Stunden in eine Box gestellt hat, dass es wirklich also komplett aus der Ruhe kam. Das war die Voraussetzung in diesem Versuch. Das ist vielleicht noch gut zu wissen. Ja, gute Frage. Und hier kommt noch die Frage, wie kühl ist denn richtig? Ich kann Ihnen da jetzt keine Temperatur nennen, aber es darf sich ruhig eiskalt anfühlen. Also das ist schon okay. Wenn Sie wirklich denken, das Wasser ist eiskalt, dann ist das völlig okay. Genau. Gut, ja, und dann kommen wir eben zum dritten Teil. Ich sehe gerade, wir haben noch knapp eine Viertelstunde. Ich muss mich ein wenig beeilen. Glücklicherweise gibt es eine ganze Reihe von Heilpflanzen, die den Bewegungsapparat unterstützen können. Es gibt neben den Heilpflanzen aber auch spannende Naturstoffe. Ich habe vorhin schon die Eierschallmembran erwähnt. Und da wollen wir jetzt einfach mal einen Blick drauf werfen. Zunächst einmal, was können wir denn mit Heilpflanzen erzielen oder was ist überhaupt sinnvoll, wenn wir jetzt Probleme im Bewegungsapparat haben? Und da können wir natürlich zum einen innerlich unterstützen und zum anderen äußerlich unterstützen. Und wir haben jetzt vorhin sehr viel gehört mit Schmerzen, mit Entzündungen, die bei irgendwelchen Problemen eben natürlich beteiligt sind. Und das ist das, wo Heilpflanzen sehr gut eingesetzt werden können, um den Schmerz zu lindern oder aber auch um eine Entzündung zu hemmen. Und da gibt es eben die Möglichkeit, das sowohl durch die Fütterung von Heilpflanzen zu tun, als auch durch die äußerliche Anwendung. Dann steht hier noch die Anwendung äußerlich zur Reaktivierung. Da geht es vor allem um Einreibungen, um die Durchblutung zu fördern. Da kann man aber auch wiederum Pflanzen füttern, die die Durchblutung fördern in den Gefäßen. Und dann steht hier noch der Punkt innerlich zur Ausleitung. Das wäre tatsächlich auch noch eine Möglichkeit, weil wir haben natürlich bei Verletzungen, bei Schäden irgendwo im Bewegungsapparat immer die Situation, dass einfach Gewebe oder Stoffe abtransportiert werden müssen. Und da kann man dann einfach mit entsprechenden Pflanzen die Abfuhr von solchen Abbauprodukten unterstützen, indem man eben die Ausleitung unterstützt. Ja, und da werden wir jetzt beispielhaft nochmal einige Pflanzen uns anschauen. Ich habe sie hier mal markiert. Wir beginnen da mit dem Beinwell. Der Beinwell, der sagt eigentlich schon, ja, es geht irgendwie um die Beine. Man sagt auch, Beinwell tut den Beinen gut. Und der wird vor allem angewendet äußerlich bei Traumata aller Art. Und wenn wir mal schauen, als Inhaltsstoffe haben wir einmal das Allantoin und Schleimstoffe. Das sind so die Hauptinhaltsstoffe. Und das Allantoin, das ist ganz interessant, das wird nämlich heutzutage ja häufig auch synthetisch hergestellt und zum Beispiel Pflegeprodukten zugesetzt. Also es gibt wirklich viel im medizinischen Bereich, sowohl beim Pferd als auch beim Menschen, was ursprünglich eigentlich von der Pflanze irgendwie abgeleitet ist, gerade auch bei den Arzneistoffen. Und die Wirkungen beim Beinwell sind, wenn man ihn äußerlich anwendet, dass er vor allem entzündungshemmend und schmerzstillend wirkt. Er ist auch granulationsfördernd, das heißt, er wird auch bei Wunden angewendet und er hat auch noch eine antimikrobielle Wirkung. Wie kann man jetzt den Beinwell verwenden? Sie können also hingehen, eine Abkochung machen, dann würde man einfach Blätter, Kraut oder Wurzeln mit Wasser verdünnen und dann für 10 Minuten kochen. Und dann kann man diesen Sud einfach als Umschlag anwenden, mehrmals täglich. Und man kann auch eine Tinktur herstellen. Das heißt, man würde eben die Pflanze mit Wasser verdünnen. Es ist wichtig, dass man eine Verdünnung von 1:5 einhält. Und dann kann man diese Tinktur auch einfach direkt auftragen oder zum Beispiel in eine Salbengrundlage einarbeiten. Auch zur äußerlichen Anwendung ist Arnika gedacht. Ich denke, das ist so eine sehr bekannte Pflanze. Es gibt auch viele, die, glaube ich, so eine Arnika-Salbe einfach zu Hause haben, die eigentlich bei jeglichen Art auch von Schwellungen, von Hämatomen ja, aufgetragen werden kann, benutzt werden kann, hat auch schon eine sehr lange Tradition. Also sie wird schon seit über 300 Jahren wirklich verwendet.
Auch hier nochmal aufgeführt die verschiedenen Inhaltsstoffe. Das erste Wort ist kaum auszusprechen. Dann sind noch Flavonoide enthalten und ätherische Öle enthalten. Und diese Inhaltsstoffe, die führen eben zu der Wirkung auch wieder entzündungshemmend und schmerzstillend, also ähnlich wie der Weinwell. Bei der Arnika haben wir noch den Vorteil, dass sie auch durchblutungssteigernd ist. Und sie ist resorptionsfördernd. Das heißt, sie hat auch eine gewisse Carrier-Funktion. Das heißt, sie geht sehr gut in die Tiefe. Und wenn man sie mit anderen Stoffen oder Heilpflanzen kombiniert, dann nimmt sie quasi diese Stoffe mit und ja, sorgt einfach dafür, dass das viel besser einwirken kann, viel besser in die Tiefe gehen kann. Also wenn man es jetzt zum Beispiel äußerlich anwendet. Auch hier können Sie wieder einen Umschlag machen. Das ist ähnlich wie beim Weinwell. Sie nehmen die Droge mit Wasser, kochen das Ganze auf, machen einen Umschlag. Sie können auch einen Angussverband machen mit Arnika-Tinktur und Wasser und legen dann einfach einen Verband an und gießen das Ganze mit diesem Gemisch an. Wichtig beim Arnika ist lediglich, dass man es nicht langfristig jetzt über mehrere Tage anwendet und dass man es vor allem nicht unverdünnt anwendet und auch nicht auf geschädigte Haut. Das ist einfach noch so ein bisschen, also die Arnika, die enthält nämlich ätherisches Öl und wenn man das einfach unverdünnt anwendet, dann ist das Ganze einfach reizend. Deswegen das immer gut beachten, wenn irgendwo steht, die Heilpflanze verdünnen, dann das auf jeden Fall auch machen. Dann eine Pflanze, die man eher so aus der Küche kennt, nämlich der Cayennepfeffer oder auch als Chili bezeichnet. Das ist jetzt so eine Pflanze, die würde man eben zur reizenden Einreibung verwenden. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment negativ, dieses reizend, aber das erkläre ich jetzt noch. Der Cayennepfeffer enthält bestimmte Scharfstoffe, vor allem sogenannte Capsaicinoide. Und diese Scharfstoffe, die stimulieren die Wärme- und Schmerzrezeptoren in der Haut. Das ist dieses lokal Reizende, was hier bei den Wirkungen steht. Und das führt dann zu einer Durchblutungssteigerung im Gewebe. Und auch das Wort irritierend ist hier einfach gemeint, dass es einfach ja, diese Rezeptoren anspricht und dann infolgedessen eine wärmende Wirkung hat. Genau. Und das ist eben eine Pflanze, die würde man jetzt anwenden, wenn also keine Entzündung mehr vorliegt, sondern wenn man wirklich die Heilung fördern will, dass einfach die Durchblutung gesteigert wird. Da können Sie ein Spray herstellen zum Beispiel, indem Sie die Tinktur auch hier wieder mit Wasser verdünnen oder Sie stellen, beziehungsweise besser nicht selber herstellen, sondern einfach auf ein Fertigprodukt zurückgreifen. Da gibt es bestimmte Salben, capsaicinhaltige Salben, auf die man zurückgreifen kann. Und hier ist dann noch der Tipp, dass man eben mit solchen Einreibungen auch nicht zu lange verfährt, sondern das maximal 2 bis 3 Tage am Stück macht. Und man sollte auch gerade aufpassen, zum Beispiel, wenn man jetzt sowas im Rückenbereich macht, weil das Pferd vielleicht im Rückenbereich verspannt ist, dann sollte man darauf achten, nicht den Sattel danach draufzulegen, am besten die nächsten 1-2 Tage nicht, weil die Haut dann einfach auch ein bisschen empfindlich sein kann und das Ganze dann ja auch nach hinten losgehen kann, sage ich mal. Die Haut ist dann einfach in gewisser Weise empfindlicher. Ja, und die uns kennen und unsere Produkte kennen, die wissen, dass wir natürlich auch viele Heilpflanzen in unseren Produkten verwenden. Und da haben wir einmal schon ja wirklich auch traditionell in unserem Sortiment die Acetatmischung, die zum einen Tonerde enthält, aber auch verschiedenste Heilpflanzen, unter anderem auch Arnika. Und dieses Arzneimittel wird also angewendet wirklich bei akuten Entzündungen, also wenn wirklich Schwellung, Schmerz, Wärme vorliegt, zum Beispiel auch bei Sehnenschäden, dann wirklich sehr gut anzuwenden. Das können Sie als Paste oder als Angussverband anwenden. Und demgegenüber steht jetzt eben das Muscle Relax. Das ist wieder ein Produkt, was eine wärmende Funktion hat und was eben für wärmende Einreibungen zur Durchblutungssteigerung verwendet werden kann, zum Beispiel, wenn die Muskulatur verspannt ist oder aber auch bei Pferden, zum Beispiel mit Arthrose, wenn also keine Entzündung gerade vorliegt im Gelenk und die haben da einfach Probleme, dann kann man auch hiermit unterstützen. Und zur Acetatmischung, da haben wir auch ein kleines Video, dann brauche ich Ihnen dann nämlich gar nicht so viel zu erzählen. Jetzt muss ich es gerade nur eben suchen.
wo wir einfach mal kurz zeigen, wie Sie die anwenden können. Ich hoffe, dass das jetzt von der Lautstärke passt. Wenn es zu laut ist, einfach nochmal kurz Bescheid geben. Ich wollte einmal unsere Benacet Ethericum Acetatmischung vorstellen und die zwei Varianten zeigen, wie man das einmal als Paste oder aber als Angussverband verwenden kann. Es ist ein frei verkäufliches Arzneimittel und wird traditionell angewendet bei akuten Entzündungen an Gelenken und Sehnen. Gerade bei einem akuten Entzündungsgeschehen ist es wichtig, eine schnelle Abschwellung und Entzündungshemmung zu erreichen. Die Acetatmischung enthält zum einen essigsaure Tonerde und Alaun, aber auch verschiedenste Heilpflanzen, wie zum Beispiel Arnika. Als erstes werde ich jetzt eine Paste anrühren. Ich zeige Ihnen das gerade mal. Das ist also, wie man hier sieht, ein Pulver, wo auch schon ein Spatel mit in der Dose ist. Wie Sie es anmischen müssen, steht auch nochmal genau auf dem Etikett. Für eine Paste muss ich jetzt das Pulver 1:1 mit Wasser vermischen. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Ich habe hier in einem kleinen Gefäß was von dem Pulver abgewogen. Das sind jetzt mal 100 Gramm. Das entspricht ungefähr 5 gehäuften Esslöffeln. Und im Wasserkocher entsprechend noch Wasser. Und das müssen wir jetzt einfach mischen. Das heißt, bei 100 Gramm Pulver brauche ich jetzt noch 100 Milliliter Wasser. So, es müsste ungefähr passen. Jetzt nehme ich mir hier den Spatel und rühre das einmal kräftig durch. So sieht das Ganze dann aus. Wenn das noch ein bisschen zu dünn sein sollte, kann man auch einfach noch ein bisschen Pulver nachgeben oder wenn es zu fest ist, ruhig noch ein bisschen Wasser hinzugeben. Ich zeige Ihnen jetzt noch, wie Sie die Paste am Bein auftragen. Der Spatel ist dabei, den können Sie zum Auftragen nehmen. Ich persönlich nehme dafür lieber ganz einfach die Finger. Das finde ich ein bisschen bequemer. Ich mache das jetzt mal hier am Vorderfuß im Sehnenbereich. Und nehme wirklich ganz großzügig was von der Paste und trage die ganz dick auf. So, das reicht im Prinzip schon. Das Ganze trocknet jetzt noch und das reicht dann auch, wenn man es einmal am Tag aufträgt. Man kann natürlich auch vorher das Bein noch abspritzen, bevor man die Paste aufträgt. Ich habe jetzt noch relativ viel übrig, aber wenn ich jetzt einen Deckel da drauf mache, dann hält sich die Paste auch bis zur nächsten Anwendung. Als zweite Variante zeige ich Ihnen jetzt, wie Sie das Pulver für einen Angussverband anmischen. Dafür brauchen wir einfach nur noch einen Esslöffel. Und da brauche ich nur 1 bis 2 Esslöffel von dem Pulver. Am besten ein etwas größeres Gefäß. 1, 2, das reicht schon. Und zu den 1 bis 2 Löffeln kommen jetzt noch 500 Milliliter Wasser dazu. Das muss ich noch mal ein bisschen durchrühren. Bis die letzten Reste verschwunden sind. Und jetzt habe ich also wirklich eine Flüssigkeit, womit ich ganz bequem den Verband durchtränken kann. Genau, das einfach mal kurz, um den Eindruck zu kriegen, wie Sie das anwenden können. Ich finde das ganz nett, dadurch, dass es eben ein Pulver ist, haben Sie einfach die Möglichkeit, entweder eine Paste oder einen Angussverband zu nehmen. Dann noch eine sehr wichtige Heilpflanze ist der Ginkgo. Der Ginkgo ist vor allem in Richtung Durchblutung eine tolle Heilpflanze zur innerlichen Anwendung.
Er wird auch als Elefantenohrbaum bezeichnet. Das finde ich eigentlich einen ganz netten Begriff. Das geht so ein bisschen auf die Form der Blätter zurück, die einfach an ein Elefantenohr erinnern. Und der Ginkgo, der enthält also verschiedene Inhaltsstoffe, die vor allem die Fließeigenschaften des Blutes verbessern. Vor allem in den Kapillaren, das haben wir also gerade im Bewegungsapparat oder auch in der Muskulatur, dass es sehr feine Blutgefäße sind. Und wenn wir da eben zum Beispiel Probleme haben, sei es in Form von Arthrose oder eben auch bei Sehnenschäden, dann ist es natürlich von Vorteil, wir haben da die Möglichkeit auch irgendwo die Durchblutung zu unterstützen. Der Ginkgo wirkt auch gefäßerweiternd. Er wirkt auch radikalfangend, das heißt, er schützt einfach die Blutgefäßwände und er ist auch neuroprotektiv, das heißt, er schützt Nervenzellen. Das bezieht sich jetzt mehr auf zum Beispiel die Leistung des Gedächtnisses. Das macht man zum Beispiel, wenn man vielleicht mal vergesslich wird im Alter, dann kann man auch da eben auf den Ginkgo zurückgreifen, um da ja, zu unterstützen. Beim Ginkgo sollte man keine Eigenanwendung machen, sondern hier ist es wichtig, dass man auf einen standardisierten Trockenextrakt zurückgreift. Denn der Ginkgo, die Pflanze an sich, die enthält sogenannte Ginkgolsäuren und diese Ginkgolsäuren, die sind potenziell magenreizend. Sie können auch oder haben auch Allergiepotenzial und deswegen nimmt man da standardisierte Trockenextrakte. Die sind so gut wie frei von diesen Ginkgolsäuren und können daher auch bedenkenlos angewendet werden. Und hier bräuchte ein 500 Kilogramm Pferd etwa 1,5 Gramm Extrakt täglich. Und ein Produkt, wo unter anderem auch der Ginkgo enthalten ist, haben wir in unserem Plantavet-Sortiment. Das ist das Planta Dolor. Das gibt es auch schon recht lange. Das ist also ein Saft, den Sie über das Futter geben können. Der enthält neben dem Ginkgo auch Weidenrinde und Hanf und unterstützt damit eben gerade diese Durchblutung, wie ich es gerade erklärt habe. Und das ist wirklich ein tolles Produkt, gerade auch ergänzend zu therapeutischen Maßnahmen oder anschließend auch an eine tierärztliche Therapie, zum Beispiel in der Rekonvaleszenz. Und alle Produkte vom Plantavet, wie jetzt auch das Planta Dolor, die können Sie direkt bei Ihrem Tierarzt bekommen. Und genau, in diesem Planta Dolor ist nämlich dieser standardisierte Ginkgo-Extrakt also enthalten. Dann möchte ich noch kurz auf die Weide eingehen. Auch die Weide kann man innerlich anwenden. Das ist eine Pflanze, die vor allem entzündungshemmend und schmerzlindernd ist. Man verwendet dort die Rinde der einjährigen Zweige. Sie wächst, wie hier auf dem Bild zu sehen, sehr gerne in der Nähe von Gewässern. Und sie enthält vor allem Gerbstoffe und Flavonoide. Und sie hat zum einen eine fiebersenkende Wirkung. Deswegen hat man sie früher auch als Fieberrinde bezeichnet, weil die, ja, man früher einfach auf der Rinde gekaut hat, wenn zum Beispiel man Fieber hatte. Entzündungshemmend und schmerzstillend habe ich gerade schon genannt. Und aufgrund der Gerbstoffe hat sie auch einen zusammenziehenden Effekt. Und hier bei den Anwendungsgebieten sehen Sie es, wie gesagt, fieberhafte Erkrankungen, aber auch bei Gelenksarthrosen und rheumatischen Beschwerden kann sie sehr gut eingesetzt werden. Man kann hier einen Tee zubereiten, wobei es beim Pferd eigentlich fast einfacher ist, die Weidenrinde einfach direkt zu füttern. Das ist kein Problem. Und da bräuchte man etwa 30 bis 55 Gramm Weidenrinde für ein 500 Kilogramm Pferd. Genau. Das Einzige ist bei der Weidenrinde, und das gilt natürlich generell, es ist eine sehr gute Pflanze, was eben auch chronische Leiden betrifft, wenn es um Schmerzen geht. Es kann natürlich sein, dass das Pferd wirklich mal akut Schmerzen hat und wirklich auch nach einem Sehnenschaden zum Beispiel wirklich starke Schmerzen hatte. Da ist es natürlich wichtig, dass man, oder es gibt einfach Fälle, wo auch wirklich mal einfach ein richtiges Schmerzmittel gegeben werden muss vom Tierarzt. Das muss man wirklich gut abwägen, weil jetzt zum Beispiel bei der Weidenrinde, wenn man die füttert, das dauert ein paar Tage, bis sie da einen Effekt haben. Also da muss man dann wirklich sehen, wenn man einen akuten Fall hat, dann kann es auch mal sein, dass man da auf natürlich medizinische Produkte zurückgreifen muss. Was aber ein Vorteil ist bei der Weidenrinde, das kennen Sie vielleicht, dass man weiß, dass natürlich Schmerzmittel auf Dauer auf den Magen gehen. Das ist beim Pferd ganz besonders so. Pferde haben einfach einen empfindlichen Magen und wenn sie dauerhaft Schmerzmittel bekommen müssen, dann ist das nicht gut für den Magen.
Und was hier ganz interessant ist, dass die Weide Vorbild für das Aspirin war. Das kennen Sie sicherlich aus der Apotheke. Und hier hat sich also dieser Wirkstoff, diese Acetylsalicylsäure, die ist im Endeffekt aus der Weidenrinde abgeleitet. Jetzt gibt es aber einen entscheidenden Unterschied zwischen der Weidenrinde und dem Aspirin. Denn diese Acetylsalicylsäure, das ist eben gerade dieser Wirkstoff, der auf den Magen schlägt. Und dieses Problem hat man bei der Weidenrinde nicht. Warum? Weil die Weidenrinde, die enthält das sogenannte Salicin. Und das Salicin ist eine Vorstufe von dieser Acetylsalicylsäure. Und wenn man also die Weidenrinde dem Tier verabreicht, dann durchwandert sie eben den Verdauungstrakt in Form dieses Salicins. Und erst in der Leber wird diese Salicylsäure gebildet, die dann eben den schmerzstillenden und entzündungshemmenden Effekt hat. Und dadurch hat sie eben nicht diesen magenbelastenden Effekt. Genau, also das ist nochmal so ein Unterschied zwischen eben der Pflanze und dem Aspirin. Und das ist so ein Beispiel für tatsächlich viele Arzneimittel, die sich an Pflanzen orientieren. Also das ist wirklich interessant, doch wie sehr der Mensch sich da doch eigentlich am Vorbild der Natur orientiert. So, und dann zu guter Letzt, ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Zeit, möchte ich noch gerne die Eierschalenmembran vorstellen. Die habe ich ja vorhin schon genannt. Das ist jetzt natürlich keine Pflanze, sondern natürlich im Endeffekt ein tierisches Produkt. Und der ein oder andere mag sich da auch fragen, ne, was soll ich denn mit meinem Pferd da irgendwas vom Huhn füttern? Aber diese Eierschalenmembran ist wirklich super, was die Nährstoffversorgung der Gelenke betrifft. Denn sie enthält eine Vielzahl an Inhaltsstoffen, die eben diese nutritive Versorgung der Gelenk- und Knorpelstrukturen sichert. Und Sie sehen das hier, die Eierschalenmembran, das ist also hier dargestellt. Wir haben also hier das Eigelb und das Eiweiß und dann folgt eben diese Membran, die befindet sich also zwischen der äußeren Eierschale und dem Eiweiß. Man konnte das, ich gehe nochmal kurz zurück, auch hier sehr schön sehen, diese weiße Membran, die hier, wo die Schale aufbricht. Oder wenn Sie mal ein Frühstücksei pellen, dann ist manchmal noch so eine dünne weiße Haut da drauf. Das ist diese Eierschalenmembran. Und die wird dann mit einem mechanischen Verfahren aus den Eierschalen herausgetrennt und zu einem Pulver vermahlen. Und in der Form kann man sie dann eben dem Pferd oder auch anderen Tieren oder auch bei Menschen anwenden. Und da gibt es auch viele Studien zu. Die wird noch nicht ganz so lange verwendet, die Eierschalenmembran. Bei Hunden und Menschen findet sie schon länger Einsatz, beim Pferd noch nicht so lange. Und hier gibt es eine Studie, das ist jetzt nur eine beispielhafte Studie, wo man einfach mal geguckt hat, okay, welchen Effekt hat die Eierschalenmembran auf die Knorpelzusammensetzung? Und da hat man festgestellt, dass diese Eierschalenmembran eben zum Erhalt, aber auch tatsächlich zum Wiederaufbau von Knorpel und Knochen positiv beiträgt. Also zum Beispiel in einem Fall von Arthrose, wo der Knorpel einfach schon abgenutzt ist, kann man eben durch die Zufütterung von der Eierschalenmembran erreichen, dass sich der Knorpel einfach besser wieder regenerieren kann. Ja, und hier nochmal, was sind Bestandteile der Eierschalenmembran? Diese Inhaltsstoffe, die haben Sie bestimmt schon mal gehört, wenn Sie sich schon mal mit dem Bewegungsapparat beschäftigt haben. Das sind nämlich alles Bestandteile, die eigentlich empfohlen werden, wenn es um Probleme beim Bewegungsapparat geht. Das ist zum Beispiel die Hyaluronsäure, das Kollagen, kam jetzt auch schon öfters zur Sprache, Chondroitinsulfat, Glucosamin, auch sehr wichtiger Nährstoff und so weiter. Dem Ei dient die Eierschale im Prinzip eigentlich als Schutz vor äußeren Belastungen und Stößen. Das soll ja natürlich das Küken, also den Embryo, schützen. Und ja, diese Nährstoffe unterstützen einfach die Gelenksflüssigkeit, dass die Gelenksflüssigkeit entsprechend diese Nährstoffe enthält und den Knorpel nähren kann. Und damit ist es noch nicht getan, denn die Eierschalenmembran hat tatsächlich einen großen Vorteil gegenüber anderen Präparaten. Also es gibt ja viele Produkte, die diese Bestandteile wie Kollagen, wie Glucosamin einzeln enthalten. Der Vorteil bei der Eierschalenmembran ist natürlich, dass sie alle diese Inhaltsstoffe vereint und dass diese Inhaltsstoffe auch eine hohe Bioverfügbarkeit haben, also sehr gut vom Körper verwertet werden können. Und vor allem haben diese
Bestandteile einen Synergieeffekt, das heißt, sie verstärken sich gegenseitig in ihrer Wirkung. Und dieser Synergieeffekt ist also 5 bis 6 Mal höher, als würde ich diese ganzen Bestandteile einzeln zufüttern. Also das ist auch nochmal wirklich so eine große Stärke der Eierschalenmembran. Also zum Beispiel gegenüber der Grünlippmuschel, die ja auch oft empfohlen wird, ist die Eierschalenmembran da eigentlich viel, viel stärker in der potenziellen Wirkung. Und man braucht auch gar nicht viel tatsächlich, um da schon einen Effekt mit zu erzielen. Ja, und dementsprechend haben wir auch ein Produkt, die unter anderem die Eierschalenmembran enthält. Das ist das Dr. Schettes Comeback, speziell für den Bewegungsapparat zur Unterstützung der Gelenke. Da haben wir eben zum einen die Eierschalenmembran drin, aber auch in Kombination mit entsprechenden Heilpflanzen für den Bewegungsapparat. Da ist auch die Weidenrinde drin, da ist auch der Ginkgo drin. Und somit können Sie mit diesem Produkt einfach eben zum einen die Durchblutung, aber auch die Nährstoffversorgung der Gelenke des Bewegungsapparates unterstützen. Wir haben da auch 2020 mal einen Produkttest gemacht. Mit 25 Pferden war das. Und da konnte man eben nach der Zufütterung feststellen, dass sich innerhalb von 4 Wochen wirklich bei 70% der Pferde die Beweglichkeit deutlich verbessert hat. Und bei der Mehrheit der Pferde trat diese Besserung sogar innerhalb von 14 Tagen ein. Also da kann man wirklich relativ schnell auch mit einem Effekt dann rechnen. Genau. So. Jetzt habe ich noch 2 Folien, aber jetzt schaue ich gerade als erstes mal eben nach Ihren Fragen. Es kam noch die Frage, wie lange die Acetatmischung haltbar ist. Es ist ja ein Pulver, deswegen ist sie relativ lange haltbar. Ich glaube 3 Jahre ab Herstellung. Aber im Prinzip kann da nichts dran kommen, solange die trocken und verstoßen gelagert wird. Da haben Sie ja auch nicht das Problem, dass das Ganze eintrocknet, dadurch, dass Sie es immer frisch anmischen. Also da haben Sie lange was davon. Jetzt kommt hier die Frage zum Ginkgo, ob man den Ginkgo nicht als getrocknetes Kraut im Naturladen kaufen sollte. Das ist jetzt eine gute Frage, aber ich würde mal vermuten, dass es dann kein standardisierter Extrakt ist. Also da würde ich dann einfach mal nachfragen oder auch drauf gucken. Da müsste dann wirklich explizit ausgewiesen sein, dass das ein standardisierter Extrakt ist. Das steht dann wirklich wortwörtlich so drauf. Dann können Sie sicher sein, dass es also eben keine Ginkgosäuren mehr enthält. Dann kommt hier die Frage, ob man die ganze Eierschale füttern soll oder die Membran abtrennen soll. Also es ist prinzipiell so, dass Sie sehr viele Eierschalen bräuchten, um genügend Menge zusammenzubekommen für Ihr Pferd. Also da kann ich empfehlen, dann wirklich auf Produkte zurückzugreifen, die diese Eierschalenmembran einfach schon mit drin haben, weil da müssten Sie, wie gesagt, wirklich viele Eierschalen füttern, um auf die entsprechende Menge zu kommen. Und dann kommt hier auch noch eine gute Frage, ob die Eierschalenmembran auch als Prophylaxe geeignet ist. Und das kann ich auf jeden Fall mit Ja beantworten. Wenn Sie es zum Beispiel kurweise einsetzen, dann hat das natürlich auch einen vorbeugenden Effekt, dass einfach natürlich im besten Fall der Knorpel sich erst gar nicht abnutzt. Also auf jeden Fall auch zur Prophylaxe geeignet. Okay, dann gehen wir noch schnell zu den letzten beiden Folien. Und es ist eigentlich sogar nur noch eine. Einfach nochmal allgemeine Tipps. Wie kann ich denn eben vorbeugend gerade Maßnahmen ergreifen, um die Bewegungsfreude natürlich beizubehalten, zu erhalten, dass es eben bestmöglichst gar nicht zu Problemen kommt. Wir haben das jetzt schon gehört, das ist vor allem natürlich eine gesunde Aufzucht des Pferdes. Da hat man natürlich nicht immer einen Einfluss drauf. Viele Besitzer kommen natürlich auch erst sehr viel später zu ihrem Pferd. Da weiß man es dann natürlich nicht immer genau, wie ist das Pferd aufgewachsen. Aber wenn Sie die Möglichkeit haben, da irgendwo drauf Einfluss zu nehmen oder vielleicht auch selber züchten, dann kann man da schon viel erreichen. Dann die Nährstoffversorgung ist unheimlich wichtig. Das geht eigentlich los bei einem guten Mineralfutter, dass einfach der gesamte Bewegungsapparat da auch entsprechend versorgt ist. Dann natürlich die Bewegung nicht übertrieben, einseitig belasten, aber auf jeden Fall regelmäßig, kontinuierlich Bewegung ermöglichen, denn wer rastet, der rostet.
Und da macht es auch Sinn, wirklich eine gezielte Muskulatur oder gezielt Muskulatur aufzubauen, das Pferd gezielt zu gymnastizieren, denn wir haben es ja gehört, eine gute Muskulatur schützt auch vor vielen Verletzungen, zum Beispiel auch vor Sehnenschäden. Dann natürlich ganz wichtig das Aufwärmen. Ich denke, die Studie mit den Wärmebildern, die hat das gut gezeigt, wie wichtig wirklich das Aufwärmen auch ist vor dem Reiten. Und wenn Sie natürlich bemerken, dass irgendwo Veränderungen im Bewegungsbild stattfinden, dass das Pferd irgendwie anders läuft als sonst, dann macht es auch Sinn, das wirklich frühzeitig abklären zu lassen und zu schauen, okay, was ist da los? Und Sie können natürlich jederzeit auch vorbeugend schon mit Heilpflanzen oder eben der Eierscheinmembran unterstützen, den gesamten Bewegungsapparat oder wie hier es eben steht, auch durch die Fütterung von Pflanzen, die die Ausleitung zum Beispiel unterstützen. Das unterstützt auch wiederum den Bewegungsapparat. Also Sie sehen, Sie können auch viel machen wirklich, um dem Ganzen vorzubeugen. Und dann hofft man natürlich, dass das Pferd möglichst lange bis ins hohe Alter auch Freude an der Bewegung hat. Genau, und damit sind wir durch für heute. Sie sehen hier noch einen kurzen Ausblick auf die kommenden Webinare. 3 Webinare stehen noch an. Gerade das nächste Webinar im Oktober, das ist wirklich brandneu, muss man sagen. Da geht es um das sehr komplexe Thema der Mineralstoffversorgung. Da freue ich mich drauf, denn das werde ich nicht alleine machen, sondern mit meinem Kollegen, dem Karl Köberle. Da sind wir also zu zweit. Da lohnt es sich auf jeden Fall reinzuschauen. Dann haben wir noch das Thema ältere Pferde und das Thema Magen. Und wenn Sie generell einfach auf dem Laufenden bleiben wollen, was Webinare angeht, was Veranstaltungen betrifft, was auch einfach Produkte betrifft, einfach ja, Sachen bei uns aus dem Hause, dann können Sie sich auch sehr gerne zum Newsletter anmelden. Der erscheint einmal monatlich. Also da sind Sie auch herzlich zu eingeladen. Und damit sind wir jetzt am Ende vom heutigen Webinar. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, dass Sie wieder einiges an neuen Infos auch mitnehmen konnten und auch vielleicht in der Praxis anwenden können. Und falls noch jemand eine Teilnahmebestätigung haben möchte, dann bitte an veranstaltungen@salubet.de eine kurze E-Mail mit Ihrem Namen schreiben. Dann können wir Ihnen da eine Bestätigung erstellen. Und wenn Sie sonst im Nachgang nochmal Fragen haben, dann können Sie auch jederzeit gerne an mich persönlich schreiben. Das ist auch gar kein Problem. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen, dass es Ihnen gefallen hat und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ich glaube, Fragen sind jetzt keine mehr gekommen. Ich hoffe, ich habe auch nichts übersehen. Genau. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und noch einen schönen Abend. Bis dann!